Hey Leute und herzlich willkommen zum Abendtest hier auf dem Kanal. Wir schauen uns heute, kurz das Licht einstellen, wir schauen uns heute wieder ein USC, wie heute Mittag schon an, aber ein bisschen anderes. Irgendwo das gleiche, aber irgendwo auch ein bisschen anders, nämlich heute oder jetzt am Abend das USC, deine Vitamin C Power milde Orange mit Acerola. Heute Mittag hatten wir das Orange mit Fruchtfleisch und Acerola und jetzt haben wir milde Orange mit Acerola. Also ich denke mal ohne Fruchtfleisch, sonst schauen wir uns gleich mal die Unterschiede an. Milde Orange, ich weiß jetzt nicht, ob das heißt, dass da nicht so ein hoher Orangenanteil ist, sondern auch mehr Wasser vielleicht zugesetzt oder so. Das werden wir gleich sehen, aber ich sehe hier schon, das ist nicht der Fall. Naja, wir schauen uns das Ganze mal an. Designtechnisch, wir haben wieder unsere braune Flasche, einen goldbeigen Deckel. Diesmal alles in so einem gelben Ton gehalten, nicht so einem Granatapfelrot. Hier haben wir auch wieder unsere Orangen, 100% Saft, ohne zugesetzten Zucker laut Gesetz, mit nachhaltig angebauten Orangen nach Mängelbilanz, wie wir es auch heute Mittag schon hatten. Natürlich am besten trotzdem noch Bio. Milde Orange, natürlich ist Vitamin C für Immunsystem und Energiestoffwechsel. Jetzt schauen wir uns mal den Unterschied an zu heute Mittag von dem Produkt, außer dass es, denke ich mal, ohne Fruchtfleisch sein wird. Ich bin gespannt. So, hier haben wir natürlich hergestellt bzw. vertrieben von der Eckes Granini Deutschland GmbH in Niederolm. Schöne Grüße an alle aus Niederolm. Bitte vor dem Öffnen Kühl schütteln, bla bla bla. Das machen wir natürlich alles, vegan ist das Ganze. Hier haben wir wieder unseren kleinen Text. Dein Glas für den Tag. Ein Glas deckt deinen Tagesbedarf an Vitamin C. Deine natürliche Vitamin C Power für Immunsystem und Energiestoffwechsel mit nachhaltig angebauten Orangen. Und wieder unser Text. Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems und einem normalen Energiestoffwechsel bei. Hohes C, milde Orange ist damit die ideale Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung und gesunden Lebensweise. Da bin ich aber mal gespannt. So viel dazu, Leute. Dann kommen wir direkt zu Nährwertangaben hier 100 Milliliter und schauen, ob es da irgendwelche Unterschiede zu heute Mittag gibt. Und ansonsten schreibt auch gerne in die Kommentare, wie ihr die findet. Würde mich natürlich wie immer interessieren. Gut, ich sehe gerade absolut gar... Okay, also es ist wirklich... Egal, da komme ich gleich dazu. Nährwertangaben hier 100 Milliliter. Wir haben einen Energiewert von 180 Kilojoule bzw. 43 Kilokalorien, wie heute früh. Heute Mittag Fett 0 Gramm, davon gesättigte Fettsäure 0 Gramm, Kohlenhydrate 8,8 Gramm, davon Zucker 8,8 Gramm, 1 zu, also ist zu viel, ganz klar, aber 1 zu 1 zu viel wie heute Mittag. Eiweiß 0,7 Gramm, Salz 0 Gramm und Vitamin C 32 Milligramm, also da ist schon mal nichts anders. Schauen wir mal zu den Zutaten, ob da ein Unterschied ist. Wir haben einen Orangen-Acerola-Fruchtsaft aus Orangen- bzw. Acerola-Saftkonzentrat. Zutaten, Hauptzutat Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat 99,5% und zweite Zutat Acerola-Saft aus Acerola-Saftkonzentrat 0,5%. Was mir hier sehr gefällt, wir haben keine unnötigen Zusatzstoffe, gar nichts drin, wie heute Mittag auch schon. Das finde ich an hohes C sehr gut. Insgesamt ist es aber ein kleines Problem, dass wir halt so viel Eigenzucker trotzdem haben. Ich habe heute Mittag eine 2 gegeben, ich überlege auch gerade... ob das nicht wirklich ein bisschen zu nett war. Deshalb werde ich hier eine 2- geben. Ich werde den heute Mittag dann Downgrade geben, auch auf eine 2-, also im Bearbeiten des Videos dann. Aber hier gehe ich dann schon gleich auf eine 2-, weil auch wenn ihr 250 Milliliter am Tag wie empfohlen trinkt, habt ihr trotzdem knapp über 20 Gramm Zucker. Das nur von so einem Glas, unabhängig von dem, was ihr den ganzen Tag über noch esst. Und das ist schon ein bisschen zu viel. Esst lieber so ein, zwei Orangen. Und dann kommt ihr, glaube ich, besser davon, ja. Naja, aber trotzdem 2- immer noch eine Gesundheitsempfehlung, natürlich in Maßen. Wir haben unser Glas da, schauen uns das Ganze mal an, wie das schmeckt. Ich kann mir vorstellen, dass die halt natürlich auch sehr säuerlich schmeckt, trotzdem sehr gut. Ich bin halt gespannt wegen der milden Orange, ob es da jetzt irgendeinen nennenswerten Unterschied gibt. So, wir schütten uns ein bisschen was rein, machen das gute Ding zu und schauen mal, wie das schmeckt. Leute, aufs Wohl. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich davor die mit Fruchtfleisch getrunken habe. Kommt mir tatsächlich ein bisschen milder vor, nicht so säuerlich. Vielleicht liegt dann irgendeinem Verfahren, vielleicht auch nur daran, dass ich davor schon Orange getrunken habe. Und es fällt halt direkt auf, dass wir kein Fruchtfleisch haben. Aber lecker. Auf jeden Fall auch. Hier auch Geschmacksnote 1-, schmeckt super gut. Guter Orangensaft kann man zum Frühstück mal trinken. Würde ich jetzt auch nicht jeden Tag machen, ab und zu mal, wenn ihr vielleicht ein bisschen mehr Energiebedarf für den Tag braucht oder den besser decken wollt, sagen wir so, euren Energiebedarf für einen Tag, wo ihr mehr Energie verbraucht, ja, so rum, kann man so ein Ding auf jeden Fall morgen mal trinken, zum Frühstück oder so. Ja, ansonsten ist okay, würde ich nicht zu viel trinken, wie gesagt, also über 100 bis 200, maximal 250 Milliliter bitte nicht trinken, aber ansonsten kann man mal machen. Ich werde die Dinge auch austrinken,
aber dann in Zukunft trotzdem lieber zu Orangen greifen. Also, ich wünsche euch was. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen Mittag wieder. Bis dahin immer schnell happy bleiben, immer schön gesund bleiben. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr den milde Orange von HSC schon kennt und wie ihr den findet. Und ansonsten, genau, bis morgen Mittag, Leute. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao, ciao.